So, dann darf ich euch begrüßen zur Pressekonferenz nach Spiel 60 München gegen den KfC Uerdingen. Endstand vor 15.000 Zuschauern 0:1. Die beiden Trainer, Stefan Krämer, Daniel Birovka darf ich begrüßen. Und unseren Gast darf ich immer ein paar erste Worte zum Spiel geben. Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Mit der ersten Halbzeit war ich eigentlich sehr zufrieden. Obwohl wir natürlich ganz am Anfang und ganz zum Ende auch ein bisschen Glück brauchen, nicht in Rückstand zu kommen. Aber fußballerisch fand ich es sehr, sehr sauber, gute Ballbesitzzeiten, auch die ein oder andere Chance mit Kopfball-Eigner und ein paar ganz guten Situationen im letzten Drittel. Auch fand ich, dass wir vernünftig angelaufen sind, haben dann auch im Spiel raus nicht so viel zugelassen. 60 hatte da ganz gute Umschaltaktionen und bei Standards sind wir halt blattgefährlich, das wissen wir auch. Aber mit der ersten Halbzeit, wie gesagt, war ich total einverstanden. Mit der zweiten, da sind wir nicht gut reingekommen, 60 besser wie wir. Deswegen habe ich auch Mitte der Halbzeit den zweiten Sechser gebracht, um das Zentrum zu stabilisieren, weil ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass wir das Spiel hergeben könnten. Und eigentlich hat sich das nachher so ein bisschen neutralisiert. 60 hatte ein paar Abschlüsse, wir hatten ein paar Kontorsituationen, die wir nicht sauber durchspielen, leider Gottes. Und dass wir nachher hinten raus das Tor gemacht haben, ja, das ist das ganze Glück, was wir manchmal brauchen im Fußball. Was wir jetzt zweimal hintereinander hatten, da bin ich natürlich sehr froh drüber. Und dass die Mannschaft sich für den Aufwand belohnt hat, aber 60 hat genauso viel mindestens aufgewartet. Deswegen wäre wahrscheinlich unentschieden das gerechteste aller Lebensleute gewesen. Aber so sind wir. Dankeschön. Dankeschön. Daniel, auch dich dürfte ich auch mal ein paar Worte bitten. Ja, ich muss mal kurz sagen, Spiel ist es schwer, Spiel in Worte zu fassen. Also ich denke, wenn ich die erste Halbzeit sehe, die erste Chance von Gemali, die zweite Chance von Gemali, wo er dann einfach dauert ist, die zwei Lattentreffer, die anderen Chancen zähle ich jetzt mal gar nicht auf. Zweite Halbzeit auf, wir haben die Situation gehabt. Uerdingen, erste Halbzeit, die Kopfballsituation mit Eigner, wo dann der Steinhardt klärt. Zweite Halbzeit, einen anderen Konter und ansonsten der Torschuss. Und deswegen finde ich, dass wir jetzt verdient gehabt haben zu verlieren. Aus meiner Sicht. Und wir müssen einfach lernen, dass wir einfach kaltschneuziger sind vor dem Tor. Klarer dann einfach den Ball über die Linie drücken, wenn wir das noch schaffen. Weil viele Sachen waren gut halt. Die Struktur war gut, ja, auch die Kontaktabsicherung war alles eigentlich gut funktioniert. Aber wenn du den Ball nicht über die Linie drückst, dann kannst du halt einfach das Spiel nicht gewinnen und dann musst du halt wenigstens 0-0 mitnehmen. Weil dann musst du einfach so clever sein, dass du nicht nur das 1-0 fängst hinten raus. Aber es sind alles wieder Lernprozesse, den Weg, den wir weiterhin gehen, werden geradeaus. Weiter marschieren, werden wir unsere Punkte holen. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Herr Birovka, zweimal späte Gegentore. Wie hat die Mannschaft jetzt auf Sie gewirkt nach dem Spiel? Ja, freut mich, dass Sie das gemacht. Also, wie gesagt, es ist natürlich brutal geknickt. Ich finde, dass wir es auch trotzdem besser gemacht haben als in Osnabrück, wo wir sehr viele Standards zugelassen haben, wo wir auch Osnabrück wieder in den torgefährlichen Bereich gelassen haben. Dieses Mal haben wir es, finde ich, bis zu dahin wirklich gut verteidigt, auch die Konter gut verteidigt. Und dann ist es halt einfach so, in so einem Spiel, es gibt so Tage, du machst das Tor vorne nicht und dann kriegst du halt hinten noch eins. Das muss man einfach wegstecken. Es wird ein bisschen dauern, weil natürlich der Stadion sitzt auch relativ tief, bei mir und bei der Mannschaft. Aber wie gesagt, am Dienstag müssen wir wieder aufstehen, uns dann gut vorbereiten, erstmal auf Totopokal, dann Kiel und dann fahren wir nach Aalen. Und trotzdem habe ich wieder einige Sachen gesehen, die mir gefallen. Daniel, was kann man da als Trainer machen? Ich meine, das war ja sogar das dritte Spiel mit dem späten Gegentor. Wie kannst du da auf die Mannschaft einwirken, dass es irgendwie in Aalen oder besser läuft in der Saison? Wie kannst du das machen? Ja, einwirken kann ich mich nicht. Ja. Also in dem her, wenn wir weiterhin genauso weiterarbeiten, wie gesagt, wir haben heute nicht viel zugelassen. Das ist einfach so, wir haben nicht zu viel zugelassen, aus der Brücke haben wir viel mehr zugelassen. Also haben wir von dem her schon einen Schritt nach vorne gemacht und in der letzten Minute wegen zwei Situationen zu verteidigen, da braucht er nochmal einfach diesen Biss, um diesen einen Ball einfach zu klären. Und darum geht es dann einfach. Ja, das ist vier Spiele, vier Punkte in der neuen Liga. Wie bewerten Sie den Saisonstart bisher? Ja, natürlich der andere Punkt zu wenig. Gerade wenn man sieht, in Osnabrück in der letzten Minute, weil wir in der letzten Minute haben wir ein paar Punkte liegen lassen. Aber wie gesagt, das können wir jetzt nicht ändern. Ich muss einfach die Inhalte sehen, ich muss das sachlich dann bewerten. Auch wenn es heute wehtut, aber ich trotzdem glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Wenn man sieht, dass wir einige Torschüsse hatten heute, auch für einige Tore, und trotzdem auch nicht von den zugelassen haben, also glaube ich, sind wir trotzdem auf einem ordentlichen Weg. Wir müssen halt einfach schauen, dass man die Spiele gewinnt. Und da fehlt mir einfach nur der letzte Bissen. Jetzt stehen zwei Pokalspiele an, das ist angekündigt. Gegen Dornach wirst du ein paar Spieler schonen. Wie schaut es aus mit Kiel? Oder
bist? Also gegen Kiel werde ich keine schon. Ja. Ich glaube, es ist die falsche Mannschaft zum Schonen. Also wenn gegen Dornach, klar, nochmal wechseln, nochmal den anderen eine Chance geben, einfach um auch den Spielplatz jetzt zu gehen. Und dann will ich auch eine Reaktion sehen von den Spielern, weil dann ist es auch gleich. Ich will jetzt genau hinschauen in den nächsten zwei Wochen, mit der Mannschaft nicht dann nach Hause fahren, genauso wie wenn er gegen Kiel spielt. Also ich brauche einfach eine Mannschaft, mit der ich überzeugt bin, dass wir die Spiele gewinnen. Haben Sie die Befürchtung, dass durch die späten Gegentore die Mannschaft irgendwie so einen Knacks weg hat? Warum? Also wie gesagt, ich werde ja die guten Sachen zeigen und dann werden wir wieder ins nächste Spiel gehen. Also wenn wir in zwei Wochen ins nächste Liga spielen, bis dahin haben wir das Spiel aufgearbeitet, analysiert und dann geht es weiter. Ich glaube nicht, dass wir einen Knacks dazu haben. Also wir werden auch wieder ein Spiel zu Null spielen, davon bin ich 1000% überzeugt und alles andere werden dann sehen. Sonst keine Fragen mehr. Dann darf ich unseren Gästen guten Nachhauseweg wünschen. Viel Erfolg in den nächsten Spielen und euch allen noch ein schönes Restwochenende. Danke.